Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der iStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes iStock Trends, der monatlich erscheint, immer Russland, Ukraine und ja auch die anderen Ostbörsen zum Mittelpunkt hat. Aber wir werden uns natürlich auch um die globalen Märkte kümmern, heute insbesondere, weil die Ostbörsen da einmal in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer neuen Folge von iStock TV, 92 müssen wir sein. Wenn es Ihnen gefällt, was ich hier so von mir gebe und auch meine Einordnung, Einschätzung, dann sagen Sie es und schreiben Sie es mir gerne. Wir sind jetzt in ganz spannenden Phasen und im iStock Trends können Sie auch genau nachlesen, dass man mit den von mir empfohlenen Put-Optionsschein auf den DAX, Dow Jones, Nikkei-Index oder auch Eurostoxx bis zum 20. Januar über 150% in einem Monat verdienen konnte, mit dem Hebel von 10 bis 20. Aber jetzt kann man vielleicht kurzfristig mal auf die Long-Seite gehen. Wir haben einen kräftigen Rebound am Freitag gehabt, einen Short-Squeeze, denn viele waren short, auch bei Öl und da ging es besonders kräftig nach oben, nämlich um 8%. Aber der Titel meiner heutigen iStock TV Sendung ist Multiple Krisen können zum Super-GAU führen. Vielleicht zum mit Fragezeichen noch. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, jetzt das alles mal zu analysieren, was ich unter multiplen Krisen alles verstehe. Und dann kann so etwas wie eine Monsterwelle entstehen, die im Grunde auch dann zu einem Systemcrash führen kann. Davor haben einige Angst, haben viele Angst und einige waren auch davor renommierte Persönlichkeiten wie George Soros oder auch der Hedgefonds-Ikone, die Hedgefonds-Ikone Icahn. Auch da gibt es immer wieder Stimmen, dass wir einen schlimmeren Crash bekommen werden, als wir in 2008 hatten. Warum werde ich auch gleich begründen? Es ist nämlich die Anhäufung von verschiedenen Krisen und dann kann es eine ganz kleine Begebenheit sein, die zu einem Crash führt. Natürlich in Verbindung mit der Markttechnik. Wir sind seit Mai dieses Jahres in intakten Bärmärkten. Wir haben über 20% verloren, seit Mai, fast in allen Börsen. Insofern handelt es sich jetzt immer nur um sogenannte Rebounds, Erholungsrallyes in einem Bärmarkt und vor einer Trendwende. Aus einer Trendwende kann auch schnell ein Crash werden. Wir hatten schon markante Marken, sogenannte rote Linien, und lesen Sie die bitte ganz genau nach. Jetzt kurzfristig unterschritten, aber es ist ganz typisch, dass das nicht nachhaltig war und auch nicht mit großem Volumen. Und dann kam es am Freitag, wie gesagt, zu dem Short Squeeze, hat sich am Donnerstag schon angedeutet, mit sehr starken Steigungen. Und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Der Nikkei-Index ist sogar um 5% gestiegen auf 17.228, war vorher aber um 25% gefallen, von über 20.000 kommt. Der DAX, wissen Sie, waren wir im April letzten Jahres nur noch bei 12.000, jetzt sind wir bei 9.818 plus 2,18%. Aber im Tief, und die Tiefs müssen sich jetzt mal merken, das sind nämlich die neuen roten Linien nach 9.250 am 20. Januar. Wenn wir unter 9.000 geht, glaube ich, kommen wir an eine Trendwende oder einen Crash. Eurostoxx 3035 plus 3%, da ging es heftiger zu, nach 2860 am 20. Januar. Am 20. Januar hatten wir überall die Tiefs gehabt, übrigens auch beim Ölpreis, der die ganzen Weltbörsen mit nach unten gezogen hat. Da hat man Angst, dass wir in eine Weltrezession kommen. Das glaube ich noch nicht, ich werde es gleich ausführen, aber wir haben doch einige Gefahrenmomente, die beobachten müssen. Der Dow Jones bei 16.094 plus 1,31% nach 15.094 am 20. Januar und der Nasdaq bei 4.591 plus 2,6%. Nach 4.320. Also all diese Tiefspunkte ganz genau beobachten jetzt der Kurs 1.906 plus 2% nach 1.812 am Tief am 20. Januar. China hat sich ein bisschen erholt, nur plus 1,25%. Die haben über 40% verloren. In einem Jahr 12% verloren bei 2.960. Und das war ja der Auslöser Anfang Januar, am 4. Januar, die schwachen Konjunkturdaten aus China, die die Weltbörsen und auch den Ölpreis nach unten gebracht haben. Auch da werde ich gleich drauf eingehen. Der russische Markt mehrfach belastet, in erster Linie durch den schwachen Ölpreis, dann in der Folge auch den schwachen Rubel. Aber am Freitag war es genau umgekehrt. Wie gesagt, die Short-Quiz, der RTS fast um 10% gestiegen auf 696 auf US-Dollar-Basis bei plus 9,3%. Der RDX-Index auf Euro-Basis bei 831 plus 10,85%. MISEX-Index auf Rubel-Basis 1017 plus 2,4%. Nicht so stark gestiegen. Waren also wieder mehr Währungseffekte. Denn der
Euro und Rubel hatte ja vorher also ein neues Allzeithoch, der Euro erreicht, der Rubel ein neues Allzeittief, war bei 84, oder ist jetzt 84,29, minus 5,9%, von 89 kommt da. Oder in US-Dollar zum Rubel bei 78,11, minus 5,26%, von 82,2, was auch ein neues Allzeithoch war des Dollars gegenüber dem Rubel. Rubel, US-Dollar umgekehrt 0,01282, also dort plus 5,6% starke Währungsgewinne am Freitag, auch da eine Art Short Squeeze. Der Brentölpreis ist nämlich um 8,9% gestiegen, wahnsinnig, auf 32,79, und WTI auch 8% auf 32,26. Erstaunlich, dass WTI und Brentölpreis jetzt die gleichen gleiche Niveau haben. Früher war Brentölpreis ja 10 bis 20 US-Dollar teurer. Rohstoffe waren flat, also da hat sich nicht viel getan. Gold auch bei 1098 nicht der große Krisengewinner, minus 0,3%, ebenso Silber bei 14,03, minus 0,4%, Euro und US-Dollar bei 1,08, minus 0,67%, auch da spielt es keine, ist auch Seitwärtsbewegung. Und der Eurobond-Future, das ist interessant, bei 161,27, minus 0,2%, zwar aber war vor kurzem ein Allzeithoch, also da ging eine immer noch, obwohl man da überhaupt kein Geld verdient, in den Eurobond-Future rein. Man verdient natürlich auf der Long-Seite, wir haben ja ein neues Allzeithoch beim Eurobond-Future erreicht, aber Negativzins eben bei kurzfristigen deutschen Anleihen. Das ist sehr gefährlich, habe ich hier schon ausgeführt. Gazprom ist bei 3,07 plus 9%. Klar, da gibt es immer starke Rebounds. Wir haben eine Rosneft plus 9% bei 2,9 Euro und eine Sberbank sogar um 15% gestiegen bei 4,5 Euro. Ich werde übrigens am 27. Januar im deutschen Anlegerfernsehen sein. Werde auch einige Aktien noch vorstellen, die Sie auch im E-Stock Times nachlesen können. Auch aus dem Agrarbereich, aus dem Goldbereich. Es gibt interessante auch im Softwarebereich. Und wo man durchaus ja auch vorher schon hohe Gewinne hatte. So gucken wir an, was die multiplen Krisen eigentlich sind. Der IWF war, wie gesagt, Davos auch, nachdenkliche Stimmung, Soros auch, ICAN und so weiter, waren vor einem Finanzkollaps und vor der vorangegangenen Blasenbildung durch die Notenbanken. Multiple Krisen, was ist das eigentlich? Alles ausführlich, wie gesagt, nachlesen im E-Stock Trends oder auch in meiner neuen Kolumne unter www.andreas-mennicke.de. Die ist kostenlos, das ist kostenpflichtig, aber auch ausführlicher mit einer Empfehlung auch auf der Put- und Call-Seite. China war das Wachstum 6,9%. Da sagen viele, das ist getürkt, aber wir haben doch relativ gute Einzelhandelsumsätze in China, also da ist der Konsum noch intakt, im Gegensatz zu den USA, wo wir die schlechtesten Einzelhandelsumsätze im vierten Quartal hatten, die waren sogar schlechter als 2009, wo die große Krise war. Der Baltic 3 Index ist auf einem Allzeittief, also der Welthandel bricht ein, Bruttosozialprodukt hat der IWF auch eine Warnung gegeben, wird geringer ausfallen, aber das Weltbruttosozialprodukt wächst immer noch. Wir haben gefährliche Sektoren im Hochzinsanleihenbereich, da kann es sogar Crash geben und eine Pleitewelle bei Fracking-Unternehmen. Und das könnte weitere Folgen haben, auch für Hedgefonds und für Schattenbanken, die sich da beteiligt haben. Das ist übrigens ein großes Problem, die Schattenbanken, auch der gesamte Derivatemarkt, das ist ja kein Milliardenmarkt, das ist ein Billionenmarkt. Und da blicken wir nach wie vor nicht durch, das ist ein OTC-Markt. Und da kann es zur Austrocknung solcher Märkte kommen, wie auch zur Austrocknung des Petrodollar-Marktes jetzt kommen, weil die ja nichts mehr verdienen. Petrobras zum Beispiel wird möglicherweise staatliche, große brasilianischer Ölkonzert staatliche Hilfe beanspruchen, die sind ganz gefährdet und die haben 120 Milliarden US-Dollar Schulden, also das könnte auch Pleiten bei Hedgefonds und bei Schattenbanken nach sich ziehen. Wir haben tickende Zeitbomben, wie gesagt, im Derivatebereich. Wir haben Europa vor der Spaltung, ist auch ein großes Problem und wir haben eben diesen fallenden Ölpreis. All das sind doch Sachen, die uns sehr stark beschäftigen werden weiterhin. Da die Schwellenländer leiden unter dem starken Dollar und der schwachen eigenen Währung, dadurch haben sie importierte Inflation. Möglicherweise fällt der Karneval aus in Brasilien, weil sie kein Geld damit haben. Russland mit großen Problemen natürlich, die sich auch ruckreich verschuldet haben, kommen die Sanktionen dazu. Wurde auch Putin unter Mordverdacht gestellt, weil da den Ex-Spion Alexander Litvinenko den Befehl gegeben hat, so ermordet zu sein. Also das wird als politisch motiviert eingeordnet von russischer Seite. Wir haben auf jeden Fall zunehmende geopolitische Spannung, auch in Syrien, aber da kämpfen ja im Grunde auch Russland und auch England übrigens gegen Russland teilweise und ziehen nicht am Schrank. Wir haben diesen Blizzard in den USA, das ist auch sprichwörtlich, also wir haben da eine Kältewelle, die möglicherweise auch dafür gesorgt hat, dass wir hier steigende Ölpreise haben. Also eine ganze Reihe von multiplen Krisen, die müssen wir erstmal abarbeiten und da sind wir in einer schlechten Markttechnik momentan, das müssen Sie beachten. Ich glaube, wir kriegen jetzt eine kleine Rebound-Rallye, DAX möglicherweise über 10.000, aber Sie müssen sehr vorsichtig sein.
Liquidität haben. Und wir haben mehr einen Trading-Markt. Das ist ganz klar, weil auch da kann man Geld verdienen. Wie? Das lesen wir dann nach. E-Stock Trends. 3 Ausgaben kosten ja nur per E-Mail 15 Euro. Ich bedanke mich sehr, dass Sie zugehört haben. Empfehlen Sie mich bitte gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Das war E-Stock TV Folge 92. Die nächste wird wahrscheinlich nächste Woche folgen. Wird übrigens auch im Fondskongress sein in Mannheim, 27, 28. Wenn Sie da sind, können Sie gerne mit mir sprechen. Danke, auf Wiederhören. Bis zur nächsten Aktualisierung von E-Stock.